Ich glaube, man kann hier soft, hart, hart fahren. Das würde auch gehen. Wenn man einen richtig guten Wagen hat, kann man sogar soft, medium, medium fahren. Ah, der Start war ganz in Ordnung. Nein. Dann macht Stock alles kaputt. Hier kriegen wir Fuji. Fuji auf dem Vormarsch. Sehr gut. Er hat auch ein kleines Update. Ne, zwar jetzt nicht so besonders großes, aber er hat ein kleines Update. Und ist auf Platz 12 nach vorne. Also konnte sich gut nach vorne kämpfen. Und das ist noch gar nicht vorbei bei ihm. Der Junge macht das richtig. Und Stock ist schon wieder dran. Eieiei. Ist Stock auch auf dem Vormarsch. Außenrum ist schneller. Alter, wie der Stock da rangebrettert kommt. Der ist schon wieder am Feld dran. Ist doch mega geil. So. Knapp 3 Liter. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir Sprit sparen können. Der Stock, der macht dann... Was macht denn der Stock da? Da bremst sich in der ersten... Der will uns einfach nur verarschen, oder kann das sein? Eigentlich ist er der schnellste heute. An dem Renntag. Aber das Feld ist auch sehr eng beieinander, ne? Wir sehen hier Platz 10, Platz 9 sogar noch rumfahren. Alles sehr, sehr eng beieinander. Stock hat die nächsten beiden schon. Okay, wir haben natürlich die weicheren Reifen, ne? Aber wir verbrauchen genauso viel Reifen wie die. Ungefähr. Also wir haben schon ein gutes Auto, was Reifen schon angeht. Nein, 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 nein. Schade. Da wehrt sich. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Stock ist halt momentan mega schnell unterwegs gerade. Der fährt ja richtig gute Zeiten im Vergleich. Ja, oh. Der fährt so schnell wie der 10-Platzierte und das mitten im Verkehr. Der 10-Platzierte ist... Okay, der hat ein bisschen Druck von hinten. Aber Hamilton hält ein bisschen auf. Nee, Stock, du musst dich ja schon vorbeikämpfen. Du bist halt der erste Fahrer. Aber das Problem ist halt, beide sind sehr, sehr eng beieinander, ne? Okay, wir verlieren vielleicht ein bisschen Zeit, wenn ich jetzt so, natürlich so weiterfahre, ne? Aber ja, man sieht da, wir sind sehr, sehr eng beieinander. Und man sieht auch, Platz 11, 12, 13 haben alle die Medium, die Softreifen drauf. Nur 4 Leute haben die Mediums. Und davon sind zwei unserer Fahrer. Läuft. Oh ja, Stock wird definitiv aufgehalten. Aber vermutlich können wir wirklich Medium, Medium, Soft fahren. Also ich will gerne die Soft am Ende des Rennens holen. Wenn es dann richtig gut kommt, dann können wir vielleicht auch die harten Reifen holen mit Safety Car. Aber müssen wir natürlich gucken. Becker muss bald schon in die... Becker kommt schon in die Box. Und Becker kommt vor uns raus. Und da kommt auch Adaptiv in die Box. Becker jetzt auf Hart und auf Adaptiv. Oh Gott, die Namen, ey. Also der Hamilton macht das jetzt nicht so... hat eine kleine Lücke, ne? So ist jetzt halt nicht. Dann müssen wir mindestens mal 15 Runden fahren. 18 Runden, 16 Runden sind mindestens. 16 Runden, ja. Damit wir auf die 18, auf die 48 Runden genau kommen. Aber so wie es aussieht, können wir unsere beiden Fahrer mal ein bisschen Gas geben lassen. Zumindest mal, was die Reifen angeht. Jetzt geht es nämlich auf Angriffsmodus. Anderen werden nämlich langsamer und wir greifen an. Hoffen wir mal. Ja, die Punkte sind halt mittlerweile nur schon 6 Sekunden weg. Das ist ein bisschen zu viel. Die Frage, wie Hamilton jetzt da reagiert, darauf, dass unsere Fahrer ein bisschen Gas geben. Stock vorbei. Der sich nicht verbremst. Wo wäre der jetzt? Aber ich erwarte hier eigentlich in diesem Rennen jetzt nicht so die besten Ergebnisse. Ich bin froh, dass wir überhaupt schon mal Punkte haben. Fox war in der Box. Wir kommen aber jetzt nicht so oder nicht näher ran, ne? Wir sind deutlich schneller als
Hamilton, aber komm halt nicht vorbei. Erstmal gucken, was Stock macht. Der muss ja erstmal vorbeikämpfen, Mann. Kuji. Den geben wir aber auch die Reifen wieder zurück. Das heißt, Stock wird eine Runde früher reinkommen. Der muss dir keinen Platz machen. Du musst dich schon vorbeikämpfen. Ja, er will auf jeden Fall. Man merkt es. Geh nochmal auf Softreifen cross. Reparaturstopp bei Flores. Wir kommen da einfach nicht. Wir müssen auf jeden Fall wohl einen Undercut machen gegen den. Volldampf. Jetzt außenrum könnte es klappen. Nein. Die Temperatur geht leicht etwas zu hoch. Wir kommen jetzt rein. Gehen auf die Mediums. Ah, kann sein, dass vielleicht irgendwann später noch die Dings reparieren müssen. Stopp war super. Jetzt danach die Runde kommt Kuji rein. Der darf auch jetzt Gas geben. Stock ist vor Flores. Soll jetzt eine Runde mal richtig Gas geben. Hängt danach hinter den anderen fest. Oh, Angriff auf Arroyo. Wir müssen auch wieder runterschalten. Damit die Reifen halt nicht zu sehr überhitzen. Auch Kuji bleibt vor Flores. Okay, das ist immer gut, dass Flores halt durch den Reparaturstopp richtig zurückgefallen ist. Ich würde sagen, 24 Runden müssen sie mindestens fahren damit, ne? Die Hartfahrer. Also Arroyo schafft das vermutlich mal. Aber seine Reifen werden am Ende richtig K.O. sein. Wir kommen da wieder nicht vorbei. Das ist nicht wahr. Wieso kommen wir an keinen vorbei, der gerade irgendwie eigentlich schlechte Reifen hat? Kuji sogar vorbei, ey. Ja, der zweite Reifensatz, der gefällt Stock wohl nicht so sehr. Aber zumindest kann, darf jetzt so gesehen Kuji versuchen, sich da an Dings ran zu robben. Die haben jetzt ihre 24 Runden, ne? Das heißt, sie können mit dem nächsten Stopp durchfahren. Also ich erwarte hier keine Punkte. Habe ich schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Aber jetzt ist Flores direkt hinter Stock. Und Arroyo kommt in die Box. Oh, das könnte ein Doppelstopp werden von denen, ne? Ja, wird auch ein Doppelstopp. Und die gehen auf Soft. Das heißt, sie werden auf jeden Fall nochmal reinkommen. Tipptopp, wie kommt der eigentlich vor uns? Oder war der schon vor uns? Hey, jetzt habe ich nicht gesehen, wie Stock an Kuji vorbeigekommen ist. Was denn geht denn hier ab? So, also wir sind in der Nähe der Punkte. Na, aber eigentlich überhaupt nicht, ne? Tja, super. Ja, wir sind in der Nähe von den Punkten. Ja, da fährt Platz 11. Platz 10 ist halt mega weit weg. Könnte man nur reinkommen, wenn einer ausscheidet. Und vor allem bald beginnen die Überrundungen. Bald beginnen echt die Überrundungen. Das ist auch nicht so gut. Und wir fahren auch so lange, dass wir wahrscheinlich sogar noch überrundet werden vorher. Aber abwarten.
Iberium, zweiter Mann der Box. Der will jetzt durchfahren. Oh, kriegt er die blaue Flagge? Jawohl. Hoffentlich, eigentlich müsste er jetzt die blaue Flagge bekommen. Wie bekommen die auch immer so früh? Wir haben jetzt noch knappe 20 Runden. Ich könnte natürlich den Boxenstopp vorziehen. Aber das ist halt die Schwierigkeit dann. Aber okay, solange der noch nicht direkt hinter uns ist, können wir ziehen. Also zumindest sagen, wenn die nämlich jetzt in die Box kommen, kann das gut möglich sein. Wie kommt da raus? Die kommen momentan genau nämlich da raus, wenn die überrunden. Entweder haben wir Glück und wir kriegen es so hin, dass die uns halt nicht überrunden zu dem Zeitpunkt. Und dass halt so gesehen Cruz jetzt gleich in die Box kommen muss, ohne uns die blaue Flagge zu geben. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Da würde ich halt ein bisschen feiern. Aber wir geben mal ein bisschen Gas. Also überrundet werden wir wahrscheinlich so oder so. Aber ich will das halt jetzt, wenn es geht, noch irgendwie ausreizen. Flo ist kommt schon wieder rein. Der macht das aus. Aber der kommt halt genau vor den anderen raus, weil die noch ein, zwei Ründchen fahren. Okay, der Erstplatzierte kommt in die Box und hat Reparaturstopp. Flo ist schon wieder. Und von Zuft einen Reparaturstopp. Dann werde ich wieder zurückrudern etwas. Das dauert ein bisschen, bis nämlich Surikov da ankommt. Dann werden wir den Sinn nämlich richtig ausreizen. Was die Distanz angeht. Also versuchen wir halt das Beste jetzt draus zu machen. Platz 11 ist vielleicht, ist noch machbar, wird aber schwierig. Aber mal gucken, wie schnell jetzt so gesehen Cruz fahren kann. Vielleicht haben wir Glück und kommen halt so gesehen hinter Cruz direkt raus. Becker mit der schnellsten Runde. What? So, jetzt Lucchini drin, haben wir wieder Glück. Lucchini kommt bei vor Cruz raus. Steinmann, also die Rosini läuft gar nicht gut, aber sie würden mit diesem Ergebnis momentan die Tabellenführung übernehmen. Wir sind jetzt in der 35. Runde, wir haben noch 13 Runden zu fahren. Ja, ein bisschen ausreizen können wir noch, wir gehen danach auf die Software. Was die können, können wir auch. Wir haben ein richtig gut schonendes Auto. Also wahrscheinlich kommen wir hinter Iberio raus. So, Stopp. Softreifen. Oh, Frontflügel. Was war da? Auch 20% ist doch easy. Kuji. Den holen wir auch mal rein. Um der blauen Flagge von Surikov zu umgehen. Er hat Gott sei Dank 4 Sekunden Rückstand, aber der wird wahrscheinlich gleich die blaue Flagge noch bekommen. Da ist er. Verdammt. Ein bisschen hat er jetzt Einträchtigung, aber es geht noch. Stopp am Ball. Alles heute wieder top. Wir kommen als Zwifter raus, jawohl. Wir kommen vor Iberio raus und haben jetzt sogar noch die besseren Reifen. Aber ich will kein Gas geben jetzt. Da steht zwar plus 1, aber Surikov muss noch in die Box. Lucchini, also Fuji könnten wir Gas geben lassen. Ja, jetzt fährt Cruz sogar noch vorbei. Jetzt darfst du nämlich Gas geben. Weil bei Stock müssen wir halt aufpassen. Der ist jetzt nämlich wieder bei nur plus 17. Und der hat halt die Softreifen. Die Softreifen ist man schnell. Gut, wieder mit der nächsten blauen Flagge. Wer überhaupt übernimmt eigentlich die Tabellenführung? Saito immer noch Erster. Mit 3 Punkten von Lucchini und dann nochmal 2 Punkte auf Cruz. Sehr knappe Saison. Auch hier, sehr, sehr knapp. Wie sie Stock wehrt. So, nein, ich will nicht überrollt werden. Doch, wirst du aber. Auch wenn du jetzt Gas geben darfst dadurch. Das ist krass, na eigentlich. Dass ich... Stock kriegt keine blaue... Wieso kriegt Kuji keine blaue Flagge? Ah, jetzt okay.
Zeigt die nächste blaue Flagge. Mal abwarten, ob vielleicht. Oh, jetzt sind wir schon im Minus. Cool, der hat den kompletten Sprit verbraten. Ist aber jetzt dran an. Agatiptoff. Okay, wir müssen halt Stock sagen: Nee, komm, mach mal ein bisschen langsamer. Lass den Erstplatzierten mal vorbei. Dann darfst du wieder Gas geben. Komm schon, Kuji. Ich weiß nicht, ob. Nee, eigentlich der Abstand. Wir hatten gerade eben weniger Abstand. Mehr Abstand haben. Weniger Abstand war noch vor ihm. Also Platz 12 wird es wahrscheinlich. Und Kuji hat Agatiptoff bekommen. Und könnte Riberio noch auch bekommen. Scheiß auf Reifen. Gib Gas. Du kriegst den noch. Deinen Teamkollegen dann zu bekommen, wird schon deutlich schwieriger. Ja, Frontflügel. Pipapo. 80%. 3 Runden hält er noch. Kuji. Das ist ja auf die Schmelzen. Jawohl, da dann. Holt sich Platz 13. Aber mehr als Platz 12 und 13 sind da auch wirklich dieses Mal nicht drin. Windsor zu stark. Oh, Balcazar. Hat er mal richtig. Aber man merkt, die meisten Zweistopper sind halt. Sind fast alle. Danach gibt es noch eine Runde und das sollten die Reifen auf jeden Fall durchhalten. Lucini wird. Oh! Surikov vorbei noch an Zeit und er geben die Reifen ein. Das könnte doch am Ende Kuji passieren. Aber Riberio hat auch nicht gerade viel mehr Reifen. Aber kann sein, dass er an Zuften vielleicht noch an Zeit vorbeikommt dadurch. Auf jeden Fall Lucini gewinnt. Stock wird 12. Groß 2. Surikov 3. Saito 4. Und Kuji 13. Kriegt jetzt noch die blaue Flagge. Genau, als er über die Linie fährt. Beste blaue Flagge ever. Aber überrundet. Das ist schade. Boah. Lavoie hat da richtig noch Zeit verloren. Verdammt. Aber hätte vermutlich auch nicht so viel gebracht. Also von daher. Platz 11 ist trotzdem 0 Punkte. Sagen wir 1,4 Millionen minus. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also, finde ich jetzt. Ist nicht schlimm. Noch haben wir das Geld. Noch. Am Ende der Saison werde ich ja sagen, oh nein, wir haben kein Geld mehr. Aber eigentlich sollte das eigentlich diese Saison easy reichen. Oh, Kroos kriegt noch eine Strafe. Das tut natürlich Rosini gar nicht gut. Na, immerhin wollen die ja einen Titel verteidigen, ne? Wir haben bisher einmal einen Titel nur abgeben müssen. So, 5. Thornton ist gut dabei. Wir haben Panther eigentlich auch noch gut im Griff. Die holen auch nur magere Pünktchen immer so ab und zu mal. Aber Schwarze Meer. Letztes Mal war Schwarze Meer ein gutes Rennen. Da haben wir erstmal Punkte geholt. Überhaupt. Sehe ich auch positiv entgegen. Ob wir natürlich diese Saison Sieg holen, ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich eher in 2 Saisons wieder. Dann, wenn die Punkte abgenommen werden. Dann wollen wir aber auch direkt oben angreifen. Komplett oben angreifen und direkt den Titel holen. Aber wie gesagt, das dauert noch ein paar Jährchen. 2. Normalerweise 2. Vielleicht auch sogar schon nächstes Saisonende. Aber ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim Schwarzen Meer Grand Prix dabei seid, wenn wir hoffentlich wieder mal in die Punkte fahren. Hoffen wir mal. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.